Hallihallo ihr Lieben, und dieses Video erstelle ich auf Anregung von Hanna. Die möchte was wissen zu den Phasen des Schluckakts, und da gibt es ein Fünf-Phasen-Modell. Hier ist Claudia Bignon, eure Ärztin für Notfallmedizin. Ich zähle mal eben die Phasen schon auf. Also erstens die präorale Phase, da habe ich hier links das Bild gemacht. Dann die orale Vorbereitungsphase, da gehen wir dann zu diesem mittleren Bild. Auch für die orale Phase und die pharyngeale Phase bleiben wir im mittleren Bild, und hier ganz rechts, wenn das Essen in den Magen rutscht, da sind wir in der ösophagealen Phase, die Phase 5. Okay, dann fangen wir mal genüsslich an. Generell gibt es zu sagen, am Schluckakt sind circa 50 Muskelpaare beteiligt. Wir schlucken 1000 Mal am Tag und manche Menschen sogar 2000 Mal. Und so 1 bis 1,5 Liter Speichel werden dazu von den Speicheldrüsen produziert. Und in dieser präoralen Phase, wenn wir das Essen zubereiten, da kommt auch schon der Speichelfluss in Gang. Wenn ich jetzt zu euch sage, denkt mal an eine Zitrone, das Spielchen kennen wir alle, dann seid ihr quasi schon in der präoralen Phase, und also die ganze Zubereitung des Essens gehört dazu, auch mit dem Riechen. Und mit dem visuellen Input und mit der Haptik, dass wir das anfassen und so. Also alles, was jetzt vor dem passiert, wenn wir das Essen in den Mund stecken, und dann sind wir nämlich schon in Phase 2 der oralen Vorbereitungsphase. Also sobald wir hier den Mund aufmachen und die Zähne sich auseinander bewegen und das Essen hier in der Mundhöhle Platz nimmt und wir anfangen zu kauen, dann sind wir in dieser oralen Vorbereitungsphase. Wir zerkleinern das Essen im Mund, wir schmecken, wir riechen. Ihr alle wisst, dass wenn ihr erkältet seid, dann könnt ihr die Erdbeere nicht mehr so gut schmecken, weil der Geruchssinn ist halt auch beteiligt. Über die Zunge schmecken wir ja nur süß, salzig, bitter und sauer. Okay, und gut gekaut ist halb verdaut. Bei manchen dauert diese orale Vorbereitungsphase länger, die anderen schlingen ihr Essen runter, da geht das ganz schnell. Und beim Thema schnell sind wir jetzt auch schon bei der oralen Phase, nämlich wenn das Essen hier hinten langrutscht und quasi schon hinten im Mund ist. Das ist dann eine Frage von einer Sekunde, und auch der Schluckreflex wird dann ausgelöst, wenn das Essen sich hier Richtung Pharynx bewegt. Das ist dann die pharyngeale Phase und dauert auch unter einer Sekunde. Und in dieser Phase geht dann hier der obere Ösophagus, zwingt er auf. Und die Speise nimmt ihren Weg durch den Ösophagus. Und wenn wir jetzt hier ganz rechts im Bild mal schauen, das grau unterlegte ist wieder der Rachen, der Pharynx. Also hier wird der Schluckreflex ausgelöst. Unter einer Sekunde, und die ösophageale Phase ist rein Ösophagus, also hier die Speiseröhre von hier oben bis darunter in den Magen. Das ist dann der Weg vom Pharynx in den Magen, wenn die Speise da langrutscht. Das ist unsere fünfte Phase, die ösophageale Phase. So, ihr Lieben, das war mal das Fünf-Phasen-Modell des Schluckakts. Wenn das nicht funktioniert, dann sprechen wir von einer Dysphagie. Jetzt freue ich mich wieder über eure Likes und Input, denn gerne erstelle ich ein Video auf Wunsch, so wie für unsere Hanna. Ciao, ciao, eure Claudia Bignon.